Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge hat sich John mit Abigail verlobt und mit der sollen wir jetzt reden. Hier sollte ich eventuell nicht unbedingt wieder runterspringen. Hier geht's noch. Haben wir Hühner? Das hier sieht eher aus wie so ein Hühnerstall, aber irgendwie sehe ich hier noch keine Hühner. Bringen Futtersäcke rüber, um die Hühner zu füttern. Ach, da sind die. Okay, strange. Aber das habe ich jetzt noch gar nicht geplant. Um den Hofkram können sich die anderen kümmern. Wir haben sogar ein Teehäuschen. Lol. Okay. Das sieht schon sehr cool aus. Das ist neu. Und das Plumpsklo ist auch neu. Das hier ist noch etwas sporadisch heißt es, glaube ich, oder? Naja, es ist auf jeden Fall noch nicht fertig. In das Klo kommen wir nicht rein. Super. Was ist, wenn ich aufs Klo muss? Die Möbel wurden anscheinend schon reingebracht. Dann schauen wir uns das mal an. Hallo. Tatsache, wir haben jetzt echt Möbel. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No, he's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No, I'm... I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than... than one of Jack's dragons. I'm begging you! And I'm begging you to understand. This is it! This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Of course. Please! Let's go kill this son of a bitch then. Mann, warum eskaliert die deshalb denn so? Come on. Let's get to Strawberry before he dries out. Strawberry ist ziemlich weit weg von hier. Which one was Cleet? The big one or the little one? The one with the rat face. My memory is they both had rat faces. The little bastard with the rat face then. Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure. Especially not at the end. He cared about stopping Micah. And that's what we're doing. I hear you're taking bounties now. And I hear you're building houses. Mm-hmm. When I'm not killing old friends. Hell, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. Ain't that right, John? Seems that way. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant was put out to pasture. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada, find a woman, start a family, if I can. I see how that life, well, I'd like to try it. Ooh-wee, John, you've given him the family bug. I thought we would have inspired him to a life of celibacy and isolation. You know, I've been thinking I might get out of here too. Down South America, maybe? It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else, at least. That all sounds good. Yeah, it all sounds good.
got some business to take care of first. Moment, das ging echt schnell. Ja, okay, es ist gar nicht mal so weit. Ich hatte es echt weiter in Erinnerung. Okay. Strawberry, this is it. We leave our horses by the bridge, then we find it. Na gut. Charles, you take the other side of the river. I'll stay on this one. If we meet in the middle, we would have covered most of the town. If he's here, we'll get him. Okay, let's go. Wow. Hello, Clint. Remember us? Joan, you gonna take a turn? Hey, 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 we're all buddies, ain't we? Sure, Sadie. With pleasure. Now, where's Micah? Micah? Well, I ain't seen him. No. Tell me! Hey. Come on, lay into it. Micah! Where? Stop. Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. You know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. Na super. Here we go. Auch irgendwie lustig, dass der Galgen einfach schon für uns vorbereitet ist. No. Hold on. Listen to me. You heard the lady. Get up there. Stop. No, you stay away. Move. Stop this. No. Keep moving. Knüpfen, so heißt das also. Es klingt ja interessant. Where's Mike? Where's Mike? I already told you I ain't seen him. You lie. It ain't my fault. He tried to kill me. Where's Micah? Talk, or I'll pull this lever. Talk. No. Stop. He's up in the mountains. I think he's up in Mount Hagen. He got a whole gang now. Bad man. Doing bad things. I tried to stop him from murdering that little girl. We fell out. Honest. Please, I'm one of the good guys. Hang him. No. You got what you came for. He's dead. Thank you. Sorry, aber das musste sein. Wie hier einfach alle so rumstehen und rufen, well done, super. Also sorry, aber der musste hängen. Also sorry, aber wer sich mit Micah abgibt, der hat es nicht anders verdient. Gut, ich schaue einmal kurz. Der meinte, es wird ein langer Ritt, lol. Ja, richtig weit bis hier vorne. Mensch, da muss man ja, es wird ja richtig lange dauern. Aber okay, es geht von hier aus alleine weiter. Ja, das musste einfach sein. Also der Typ war mir etwas unsympathisch.
take us up into the high mountains. Lead the way. There's an old watchtower up there they might be using for a camp. Okay, wo sind wir denn jetzt? Kann ich auf die Karte gucken? Okay, wie, als ob das von hier bis dahin irgendwie eine ganze Nacht gedauert hat. Wahrscheinlich, oder? Ich sehe ihn schon. Ja moin, als ob der mich einfach dreimal getroffen hat. Also wirklich, das Spiel übertreibt schon wieder ein ganz kleines bisschen. Vor allem habe ich den Typen halt auch getroffen, also... Weiß ich nicht. Ja, dann nimm doch das Gewehr. Ja, moin, wahrscheinlich. Also es ist der größte Dreck. Es ist einfach der größte Dreck. Okay. Kannst du eventuell darüber laufen, damit du nicht eventuell... Meine Güte, du bist ein Idiot. Also wirklich. Die Steuerung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. So. Bitteschön. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Come on, John. Shit. Na dann komm doch auch. Wie sieht er einfach immer noch chillt? Ist das wieder ein Bug? Meine Güte. Hör auf meinen Hut zu schießen, du Bitch. So. Das Schild hat einfach immer noch einer. Juckt irgendwie niemanden. Meine Güte, ey. Du hättest ihn doch jetzt locker 5-mal getroffen. Meine Güte, ey. Es ist manchmal einfach so nervig. Ich glaube, jetzt habe ich das Falsche getrunken. Wir brauchen das da. Oh Mann. Auch schon wieder super, dass er die Waffe weggepackt hat. Und wie viele Schüsse braucht der jetzt? Auf Wiedersehen. Meine Güte. Irgendwann wird es halt auch einfach nervig, muss ich sagen. So. Na, mal gucken, ob wir den Typen hier irgendwo... Ja, super. Wirklich, vielen Dank. Ich freue mich immer wieder, wenn er einfach die Waffe wegpackt. We can't get trapped down here.
Man will halt immer wieder irgendwas sagen, aber es wird halt einfach nichts. Auto-Aim ist auch mal wieder hier mega am Start. Too fine. Come on. You're bleeding pretty bad. Ain't nothing. You should sit down. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit. It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Just go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. I'll be up there. Look who it is. In a minute. Ain't you got a habit of just showing up? Ja. Vielen Dank mal wieder, dass das alles hier so super klappt. Ohne Witz, ich frage mich jedes Mal aufs Neue, was das hier eigentlich soll. Ja, super, jetzt sind wir auch noch tot, also einfach so drei Typen kommen und ich darf alle drei auf einmal erledigen und man hat nicht mal irgendwie dieses Quicktime-Event, dass man alle auf einmal irgendwie kurz hintereinander umlegen kann. Nein, das gibt es nicht. Man muss alle hintereinander selbst manuell umbringen, also wirklich. Und jetzt auch noch mit der Pistole, ja, warum auch nicht, ne? Ist ja günstig. Man sieht ja auch, wie gut das für die Gesundheit ist. Da ist noch einer. Ja, lass dich ruhig auch noch umbringen. Ich meine, warum nicht? Meine Güte. Sag bloß. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, die immer alle einzeln auszunehmen. Jetzt kommen hier auch noch irgendwelche Typen an. Ja, und schon wieder die richtige Waffe auf jeden Fall ausgewählt. Würde ich behaupten. Also wirklich, es ist doch, es kann einfach nicht immer, das kann einfach nicht immer deren Ernst sein. Also wirklich. Och, wenn der eine Waffe wegsteckt, dann möchte ich bitte beim nächsten Mal dieselbe Waffe wieder haben und nicht irgendeine andere, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. 2 von 5, okay, wir haben davon noch welche. Also ich muss ehrlich sagen, das macht mich einfach so wütend. Was ist das schon wieder für ein Typ? Gut, ich würde sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Man merkt schon wieder, ich bin super gut gelaunt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir hoffentlich Marika finden. Bis dahin.